Scheint ganz so, als hätte die Schar eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in Schar-Territorium. In der Tat. Begrenzt den Funk auf ein Minimum. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen.
Den Alarm hat die Schar ganz bestimmt gehört. Bewegung, Hüter. Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar. Und bis zur Oberfläche ist es weit. Sie werden es nicht daraus schaffen, Commander. Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt. Holiday! Ja, bin schon dabei. Diese Straße führt zur Mitte der Arkologie. Wir brauchen einen Ausweg, sobald wir dort sind. Schnall mich gerade an und dann fliege ich los. Werd sofort da sein. Amanda! Sir? Flieg schnell. Flieg sicher. Yes, Sir. Ich hab dich im Blick. Wir sehen uns am Ende der Straße. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Man nennt sie die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers, Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende. Und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren.
Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Schieß los. Setze es weise ein. Ich hoffe, damit kommst du klar. Sei stark. Gib mir einen Lagebericht. Haben wir Verstärkung in den roten Sektor geschickt? Ja, check. Sloan, Gewalt ist hier nicht angebracht. Beruhig dich. Gib mir einen Lagebericht. Die Priorität liegt auf dem Stromnetz, Lebenserhaltung und den Waffensystemen. In dieser Reihenfolge. Schnappt euch, was ihr könnt, und weiter geht's. Erstmal ein paar Sachen richtig laufen. Waffen zur Seite, Titan. Sprich. Ich höre.
Viel Glück, Titan. Hüter? Ist gerade heute reingekommen. Sei stark. Berichte. Amanda, die letzte Lieferung ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Deine Piloten müssen die Windbedingungen mit meinen Leuten absprechen. Hüter? Ich habe Anweisungen. Legen wir los. Sloan? Gewalt ist hier nicht angebracht. Beruhig dich. Die Priorität liegt auf dem Stromnetz, Lebenserhalt. Thank you.
Hüter, in unseren Scans gibt es ein paar seltsame Ungereimtheiten. Schwerkraftwellen. Sind noch klein, aber verstärk sie und sie reißen uns auseinander. An diesen drei Orten sind die Wellen am stärksten. Ich schick dir die Koordinaten. Ich sehe nichts, Sloan, aber ich... Hast du das gehört? Was bekommst du rein? Es ist weg. Vielleicht halluziniere ich nur. Wir überprüfen deine anderen Koordinaten. Mach schnell. Mir gefällt gar nicht, was ich da sehe. Ich will ja nicht drängeln, aber die Wellen werden schnell größer. Begib dich dahin, dann sollten wir die Quelle dieser Schwerkraftwellen ausfindig machen können. Sloan, du musst dir das anhören. Oh, ich kann's hören. Amanda hat deine Daten und macht die Quelle gerade ausfindig. Quellen, gib drei davon. Schalte sie aus. Sloan, das ist ein Ritual. Ein großes. Sie werden diese Arkologie erbeben lassen. Dann lass uns das Gleiche mit Ihnen machen.